Ich weiß nicht, was los ist, aber Monte sagt, das gibt einen Strike, aber ich will keinen Urlaub. Was? Nikolas, 20, Butzbach, Erwachsenenvollzug. Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Sitzt er? Unsere Nummer 1, wenn man die Tabelle umdreht. Ach du Scheiße, heute ist endlich wieder soweit. Heute hatten wir Luca mal wieder Instagram-Rapper zukommen lassen. Das heißt, auch heute schauen wir mal wieder nach, was unsere Newcomer deutschrap-technisch vom Start haben. Huber, Huber. Ich bin... Ich bin auch sehr gespannt, bin ich ganz ehrlich. Sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Rapper. Let's go. Wenn das jetzt nicht gut wird, ne, bei dem Pokémon-Hype, dann sind wir alle wütend. Brenne für mein Traum wie das Feuer, wirbelnde Glurak, Designerbrille, Goldkette, Drippe, so wie Tour Talk. Machen mir auch nice. Bruder, doch sind Schlangen, so ist wie doch nice. Lasse Gegner alle zittern, nenn mich Zapdok. Das ist doch übel nice. Ich dachte, es wird's übel wack. Bewege die Massen genau, so wie Machomai. Doch wenn die Bullen eintreffen, verschwinde ich mit dem Fluchtseil. Nach ner Schelle gehst du schlafen wie Relaxo. Jedes Chick will mich haben wie Pikachu. Oh, hallo. Übel nice. Luca, Digga, der erste Rapper und ich muss wirklich sagen, das war sehr stabil. Das ist dir. Ich lehne mich jetzt sogar noch sehr weit aus dem Fenster und ich sag, das war sogar ein Rap, wo Trimax sagen würde. Was? Wenn es heute so weitergeht, mashallah, gute Episode. Holle? Könnte. Adonis. Könnte jetzt vielleicht schwierig werden. Ghetto Life, Ghetto Life. Asim ist der Name und ich bleib dabei. Sagst du was Falsches, baller ich mit Blei. Ghetto Life, Ghetto Life. Minimal schlechter vielleicht als der erste, aber eigentlich schon ganz gut. Ghetto Life, Ghetto Life. Bruder, wilder Übersteiger! Und auf den Schock erstmal rein in die Werbung. Ja, bitte. Erstmal ein bisschen RTL. RTL! Mein heutiger Kooperationspartner lautet Stereo. Und das Beste daran ist, dass ich morgen um 19 Uhr meine erste eigene Live-Show dort habe mit meinem Co-Host. Wo ist er denn? Lazzo? Wir werden über verschiedene Themen sprechen, wie zum Beispiel... Schon mal einen Dreier gehabt? Das ist witzig für Leute, die über 20 sind. Danke, Dog. Und das Highlight dieser App ist, dass ihr interaktiv per Sprachnachrichten dran teilhaben könnt. Sascha, du bist der Beste. Piss dich, du. Aber ein paar werden sich jetzt... Beste Werbeeinbindung ever. Fragen? Ja gut, was soll denn jetzt Stereo sein? Stereo ist eine Plattform, auf der es Live-Shows gibt, wie zum Beispiel Nico und meine Morgen. Bei der es euch ermöglicht wird, uns direkt Fragen zu stellen, wie zum Beispiel... Monte, wird auch mal was anderes kommen außer Fortnite? Ey, die Produkteinbindung, es ist einfach insane, es ist einfach fantastisch. Ob die Kooperation... Ja, deine Mutter... Monte, alter Junge. Oh boy, okay, den kann ich noch nicht. Wird auch mal was anderes kommen außer Fortnite. Ja, deine Mutter einfach zu so einem Kind auf der Gamescom. Abgenommen wird. Ich weiß es noch nicht. Ich auch nicht. Ihr könnt völlig frei bei der Themenwahl sein. Wie zum Beispiel, ihr könnt einen Talk zuhören, bei dem es um Sport geht. Freunde, was geht ab? Schon mal ein Dreier. Bei dem es um Comedy geht. Bei dem es um Business geht. Sobald ihr euch die App über meinen Videolink heruntergeladen habt, folgt ihr mir automatisch. Danke, Mann. Ladet euch jetzt die Stereo-App über den Link in meiner Videobeschreibung runter und verpasst morgen auf gar keinen Fall die erste Live-Show mit Nico und mir. Mein RTL. Ich finde es einfach gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es stimmt mich immer froh, wenn ich Werbekooperationen von Sascha sehe. A, weil er das einfach in seinem Stil weitermacht und B,
weil Leute inzwischen so klug geworden sind, dass die einfach YouTuber auf ihren Shit Werbung für das machen lassen, wie sie wollen. Das ist dann nicht so komplett anders, weißt du, sondern es ist genau der gleiche crazy Meme shippt weiter. Ich finde das gut, es ist eine sehr gute Entwicklung, es macht mich sehr glücklich gerade. G steht für gönn und H steht für... Hallo Leute, das hier ist eine kleine Bewerbung für DSDS 2021. Luca, sehe ich aus? Luca, sehen wir aus wie DSDS 2021? G63 AMG, weißer Schnee, G63 AMG, weißer Schnee, G63 AMG, weißer Schnee. Zöppi und Ricky sind gute Jungs. Fand ich persönlich nicht. Ich fand's stark, es ist auch gut. Ist auch stark. Mhm, was? Nicht schlecht, ich kenne aber jemanden, der das Ding bewerten kann, der sogar Erfahrung sammeln konnte in der Jury von DSDS. Bitteschön. Sascha Bruderherz, hier ist der Moment, wo ich ausraste. Gefallen, gefallen, gefallen. AMG, Schnee, dies, das. Es reicht langsam, Sascha, es reicht. Aber bei DSDS hätte er von mir die Goldene bekommen. Danke, Pietro. Oh, bist der Beste. Parklife, ich lebe in Thrill. Tilly, Tilly, fühl mich wie Meek Mill. Philly, Philly, time to shoot and kill. Milli, Milli, wenn ich sie treffe mit Skill. Drilly, Drilly, Parklife, ich lebe in Thrill. Tilly, Tilly. Aber er sieht jetzt nicht alles, ne? Also er sieht schon ein bisschen, aber er würde jetzt nicht alles sehen. Aber es ist schon... Ist auch bedrohlich so. Also kann sein, wenn er mich dann hauen würde, dass er vielleicht erstmal so 2-3 Mal daneben greift. Aber das ist schon vielleicht Maskenpflicht auch. Ist sehr gut, ja. Okay, okay, okay. Luca, sag mal, wirst du schon wieder bezahlt oder was? Release 11.12. Streaming ab 0 Uhr, Musikvideo 15 Uhr. Jungs, alles Gute zum Release vor 3 Monaten. Nee, da muss ich wirklich sagen, heftiges Ding, auch der Wagen im Hintergrund auf Monte angelehnt. Von der Verlierung her. Monte, bitte kein Strike. Pff, Sascha, Digga, das gibt ein Strike, du Hund. Wir sind wie Bonnie und Clyde und hoffentlich bald zusammen vereint. Fliegen irgendwann Richtung Copacabana und tanzen wie Romeo und Juliette von Loredana. Einfach schon über 4 Monate ein Paar. Ich bin dir für alles so krass dankbar. Also entweder ist das Ganze hier ein Riesenscherz oder Luca verwendet mittlerweile auch meine Plattform als Werbeplattform. I love out now. Luca, gib mal 50% ab, du Hund. Oh, jetzt ist wild, jetzt ist wild. Ich mach 5 Minuten ein Beat, du studierst 8 Jahre. Du hast mies lange an deinen Test gesessen, das ist wirklich schade. Bro, warum redest du von deinem Leben, wenn dich keiner gefragt hat? Vielleicht ein Grund, dass dich danach einfach keiner gefragt hat. Also ich muss halt überlegen, ich bin halt morgen, bin ich in Berlin, ne? Wenn ich jetzt darüber was Schlechtes sage, könnte es halt schon sein, dass ich vielleicht einen Hodden verliere oder so. Von daher, ich halte mich jetzt hier raus. Sascha? Ich hab Sachen aus der Schule geklaut, nicht weil ich sie gebraucht habe. Einfach weil ich dem was klauen wollte, diesen Missgeburten. Deine Lehrerin hatte Beine wie Thaddäus, als er Burger gegessen hat. Was? Ich weiß jetzt nicht, wo sich da die Reimketten irgendwo versteckt haben in dem Part von dem Kollegen. Aber ich muss wirklich heute eine Sache sagen. Ich werde heute rein rap-technisch von den Newcomern nicht enttäuscht. Gib mir dann mal ein Feuer. Wickel dein Vater dann heuer. Yeah. Mal wieder komplett raus. Jungs, ihr seid meine Lieblingsstreamer. Also, ich finde, ein Homie kann dir was geben, was dir ein Girlfriend nicht geben kann. Ja. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Lehramtbasis ein Abonnement für uns da lassen. Hooper. Kuss und Gruß geht auch nochmal raus an Stereo und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Mal ganz ehrlich, Chat, wer von euch guckt noch Fernsehen, Digga? 2 in Chat, wenn ihr, wenn ihr noch Fernsehen guckt. 1 in Chat, wenn ihr gar kein Fernsehen mehr schaut. Wir gucken das nächste. Heute wird mal wieder eine Runde gejodelt. Hallo, hallo, do you speak Germany?
noch eine Bitte. Luca meinte, wir kriegen es nicht hin, eine gescheite Episode. Versuche nicht zu lachen vorzubereiten. Ist das Versuche nicht zu lachen? 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 Scanner, danke für den Prime-Sub. Mach ich natürlich direkt mit. Ich bin ja bekannt dafür, 100-mal schon nicht zu lachen. Ist ja gar kein Problem. Dementsprechend würde ich nochmal jeden von euch da draußen bitten, der einen Baba-Clip übrig hat, bitte sendet diesen an diese E-Mail-Adresse hier. Ah, okay, das ist kein Nicht-Lachen. Gar kein Problem. Alles gut. Ich bin sehr gespannt, was ich gleich so lesen darf. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Jodler. Let's go. Sorry, Jodel, was hab ich? What the fuck? Ich habe ja gar nicht zugehört. Nicht mal eine Sekunde. Was denn mit mir? Bin ich crack? Mit Homeschooling leidet mein Sohn viel mehr unter Mobbing. Aktive Situation bei euch daheim. Drive-In-Mitarbeiter, willkommen zurück. Ich. Was war denn da los eigentlich? Willkommen zurück. Das ist schon ziemlich anmaßend. Er. Ich. Er, das Übliche, ich, ja, danke Stefan. Ich bin hier gerade wieder bei meinem Stamm-McDonalds. Ich denke, die Situation kann man entschuldigen. Corona geschuldet, ich weiß gerade nicht mal, ob man in die Filiale reingehen kann. Falls ja, sorry. Aber ich denke, die meisten fahren gerade einfach sicherheitshalber durch den Drive-In. Und da kann es schon mal passieren, dass man jetzt den Typ einfach kennt. Wisst ihr, was ich meine? Perfekt. Eben mein Nachbar mit Koffer im Treppenhaus. Ich würde jetzt auch gerne in den Urlaub fahren. Er. Hä, das ist doch quasi Urlaub. So ein schöner... Vollkommen Urlaub. Was ist denn los? Moment, wenn man neben sich im Bus hört, eigentlich bin ich ja in Quarantäne. Man muss schon ganz schön blöd sein, wenn man irgendwie unterwegs ist, obwohl man Kontakt zu jemandem hatte, der Corona infiziert ist. Und es sind dann die Leute, die sich bei Facebook oder... Ja doch, bei Facebook. Facebook ist dafür die perfekte Plattform. Sich da beschweren, dass die Quarantänezeit nicht vorbeigeht. Macht Sinn. Hallo? Hallo? Wir spielen Tab... What? Tabu, meine Schwester. Unser Bruder ist so ein Papa. Lappen. Es gibt aber noch ein Spiel, das familiäre Beziehungen beendet. 100%, 100%, 100%, 100% gebrochen danach. Eine Frau zu sein muss echt schwer sein. Ständig geil zu werden, weil irgendein Typ in der Stadt seinen Motor aufheulen lässt, muss echt nerven. Übel doof für euch, ne? Ist ja schon anstrengend, glaube ich, ne? Chayas klären, kommt dann. Und wenn es dann auch noch der AMG ist, dann ist komplett vorbei. Marcel Iris. Sarkasmus würde ich im Leben. Ja. Mhm. Eben nicht weiterbringen. Doch, er hat mich zu den Sarkasmusmeisterschaften 1998 in Peru gebracht. Wirklich? Könnte von mir sein. Das sind genau die Leute, die dich fragen, ob du gerade am Trinken bist, während du gerade am Trinken bist. Sie, jeder hat diesen einen Freund, mit dem man sich keine Beziehung vorstellen kann. Bei mir ist irgendwie mit dir so. Und an der Stelle bin ich mal wieder voll komplett raus. Der letzte hat wirklich nochmal anders im Herzen getroffen. 100%. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr... Fies, mies, gut. Ich liebe Sascha. Ich liebe Sascha, immer Liebe für Sascha. Und Sascha lieben, keine Ahnung, was jetzt, was?